Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay von einer Borodino, dem Drecksschiff, mit dem ich ansonsten nichts treffe. Ah, Scheißteil hier. Auf Stufe 8 mit 25mm Bug und Heck. Eines der genauesten Schlachtschiffe generell. Eines der genauesten Schlachtschiffe der Russen. Wenn man Wargaming glauben machen möchte, dass die Russen auf hohe Entfernungen wirklich nichts mehr treffen. Wie gesagt, das ist eine andere Diskussion. Pride and Triad hat es eingesendet in Monarch und Parseval. Division. Wir haben 3 DDs. Wir haben 4. Nein, wir haben nur 3 Kreuzer. Der Rest sind Schlachtschiffe und ein CV. Und es freut mich besonders, dass ich dieses Replay eingesendet bekommen habe. Denn wie ihr schon in meiner... sagen wir so, ich bin mit meiner Review nicht zufrieden, weil ich nicht das Gefecht bekommen habe, das ich haben wollte. Und nach einer langen Anzahl an ziemlich beschissenen Gefechten auf Stufe 10, weil langweilige Camperei, war irgendwo die Luft raus. Aber na, das ist halt das Spiel und das ist dann halt auch zu erwähnen. Dementsprechend erlebe ich hier vielleicht jetzt ein Gefecht, das... naja, monströs ist. Keine Ahnung, wie viel Schaden mit dabei ist. Es ist von oben nach unten gescrollt. Das erste Borodino-Replay, das ich gesehen habe. Vielleicht sind sogar noch mehr angekommen. Werde ich nachher ein bisschen sichten. Vielleicht haben wir ein Jahrhundert-Replay mit 250.000 Schaden auf Stufe 10 mit dem Teil. Und ich check's einfach nicht. Schauen wir mal, was wir als Gegner haben. Wir wissen, theoretisch, wenn wir auf Reichweite bleiben... und das Ding ist auf Reichweite hier mit 19,6 Kilometer ausgestattet, dass wir ja, gut fressen. Frontal und vor allem am Arsch. Am Arsch ist es gefährlich. Ja, die Frage ist natürlich, wer würde sich mit dem Schiff, mit dem Arsch hinstellen? Ja, manchmal hat man das Problem, dass man enthusiastisch auf eine Seite fährt, aber das Gegnerteam enthusiastischer auf eine Seite fährt, was bedeutet, dass man dann 4 gegen 8 kämpft. Und dann ist Drehen ein probates Mittel, um dem schnellen Tod zu entkommen. Und ja, da gibt es halt dann richtig rein von hinten. Und zusätzlich halt schwierig da zu schießen mit Fronttürmen. Okay, das ist natürlich ein pervers guter Anfang, wenn eine Mainz direkt zu früh reinfährt und dann kassiert. Doppelzitadelle, 32.000 zusätzlich noch hier. 4 Pens, vorbei sind dann 2. Kann man jetzt noch drüber hovern hier im... oh ja, eine Overpen, 2 Pen, also eine Pen und eine Overpen. Leider werden, wenn es mich nicht täuscht, die Zitadellen und eine Pen immer zusätzlich mit angezeigt. Zumindest war das früher so. Tatsächlich achte ich im laufenden Spiel nicht so drauf, ob das immer noch ist. Nur in Replays, weil da habe ich die Zeit dazu. Wie gesagt, ein sehr genaues Schiff. Ungefähr 50, 60 Meter weniger horizontale Streuung. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was das Einschießen betrifft, aufgrund der Mündungsgeschwindigkeit. Man muss ein bisschen weiter vorhalten. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann soll es eigentlich laufen. Aber tatsächlich, ganz im Ernst, ich werde immer gefickt. Also, kommt mir so vor. Wenn ein gerade auf einen zufahrendes Schiff... wenn man schießt, 2 Granaten dahinter, eine Granate nach links, eine Granate nach rechts und 2 Granaten davor aufprallen, dann hat man statistisch gesehen perfekt in die Mitte gezielt, da wo das gegnerische Schiff ist. Aber das Schiff hat halt einfach keinen Bock gehabt zu treffen. Oder das andere Schiff hat keinen Bock gehabt getroffen zu werden. Man weiß es nicht. So, Breitseitenpartys, das ist ideal. Das wollen wir. Keine Ahnung, was der Gegner hier macht, aber es ist relativ tricky hier, die Map-Anordnung. Es passiert hier nämlich mit Spawn genau das, was hier gezeigt wird. Ne? Der Gegner wird verleitet, um nach A zu kommen, hart links abzudrehen, ne, mit der Maus und zeigt natürlich Breitseite dem grünen Team, das einfach nur geradeaus nach unten fährt. Genau dasselbe ist natürlich auch auf der C-Seite der Fall. Dem Grün fährt hier den weiten Bogen nach außen, wird Breitseite zeigen, dem roten Team, das einfach geradeaus nach unten fährt. Zumindest die Teile davon, die gespawnt sind. Und Hakank, der wusste sich halt nicht zu helfen. Er dachte, hinter dieser Insel wäre er sicher, hat nicht mit der Tallinn auf der 1er Linie gerechnet.
Oder einer Lefantask, die inzwischen den Inseln theoretisch offen halten hat können. Naja, das ist schwierig. Problem dabei ist, es gibt auch keinen Lerneffekt von den Leuten, die noch hier sind. Also weder die Edinburgh noch die Bismarck, wobei die Bismarck hinter der Insel steht, haben verstanden, woran die North Carolina hier gerade geplatzt ist. Das ist einfach lächerlich. Alter Schwede. Das ist halt einfach lächerlich. Ja gut, die 105.000, das ist geschenkter Schaden. Jetzt bin ich gespannt, wie viel noch dazukommt. Natürlich, man muss ja erst treffen. Das Schiff ist aber relativ genau. Interessant wird es erst, wenn das Schiff, Schlachtschiff, Aufgaben erfüllen muss, meiner Meinung nach. Denn es ist ja ein Schlachtschiff. Nicht jedes Schlachtschiff kann, aber es sollte, wenn es notwendig ist, auf die eine oder andere Art und Weise der Aufgabe nachkommen können. Also laut Klassenkampf bei World of Warships. Ansonsten nimmt es natürlich einen Slot, ja, der anderswo vielleicht besser aufgehoben wäre. Na gut, das ist natürlich eine philosophische Frage. Haben wir immer noch, trotz ja, vielen Änderungen von Wargaming, die Aufgabe, wie nennt man das? Grundlegende Verantwortung, ein Schiff entsprechend seiner Kategorisierung von Wargaming zu spielen, auch wenn Wargaming auf die Kategorie mit der Auswahl der Stats spuckt. Eine Frage, was macht denn der Gegner hier? Also, nur mal so. Da ist auch ein Testschiff mit dabei. Also ganz immer, mal die philosophische Frage außen vor gelassen, ob Schiffe ihrer Einteilung entsprechend sich verhalten sollten. Sprich, dass eine Siegfried als Kreuzer oder eine Aegir als Kreuzer auch wie ein Aegir gespielt werden und nicht wie ein Schlachtschiff. Oder ob eine Borodino, die ja eigentlich gleich viel Panzerung hat wie die beiden Schiffe und manchmal sogar weniger als ein Kreuzer, manche haben hier 27 mm, auch auf Stufe 9 und auf Stufe 8 teilweise, ob die dann eher wie ein Kreuzer gespielt werden sollen, obwohl sie mega unwendig sind und obwohl sie riesig sind, als Schlachtschiff klassifiziert um 4 und 6 mm Hauptartilleriegeschütze tragen. Mal davon abgesehen, von dieser philosophischen Frage, aber was zum Teufel macht der Gegner hier? Das passt doch auf keine Kuhhaut hier. Wir haben hier 8 Minuten beschissenes Gameplay, Positioning und Spiel. Wir sind hier vom Flugzeugträger angeflogen worden die ganze Zeit und haben nur alleine aufgrund Torpedos haben wir 500.000 Potential Damage. Hier vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Potential von diesen paar Torpedos, von diesen hier auf jeden Fall. Torpedoschaden. Das ist es. Kriegen wir hier vielleicht ein bisschen Feindbeschuss rein, um die Panzerung zu testen? Nein, auch die Breitseiten Bismarck hier. Alter Schwede. Ja, ich verstehe schon. Da kommt eine Tirpitz und eine Tallinn. Die kommen seit 7 Minuten dahin. Alter Schwede. 149.000. Gut. Also es ist natürlich super für Pride Tried. Und es sei ihm gegönnt. Jeder wünscht sich mal solche Gegner und man bekommt sie auch, wenn man lange genug spielt. Immer mal wieder. Da bin ich davon überzeugt, dass, also ich sehe es ja an den Replays, viele Leute beschweren sich immer, oh Gott, die Replays, da sind die Leute immer so dumm darin, da, man kann nur farmen. Aber ganz im Ernst, wenn man in Minute 9 schon so hier in A stehen kann, wie Pride Tried das jetzt machen kann, ohne dass er mal bestraft wird, oh ja, jetzt kommt mal ein bisschen Beschuss auch rein, dann ist das Spiel, also dann ist der Gegner schon durch. Normalerweise kommt hier eine Musashi-Salve, Yamato-Salve, von mir aus auch eine Iowa-Salve. Bleiben wir auf Stufe 8. Eine North Carolina-Salve, geflogen von, ja, von der Achterlinie und ja. Sad Noises, sagen wir mal so. Das ist brutal. 157.000, ja, das ist. Das ist sexy, sei ihm gegönnt. Vielleicht macht er noch den Kraken. Ist ja die Öland und die Lexington ist ja noch hinten. Und das Gefecht dauert ja noch. Die Lexington macht es ihm nicht ganz einfach. Hätte sie ihn öfter angeflogen, dann ja, wäre er wahrscheinlich schon raus mit den Ticks. Aber so. Es ist quasi Borodino versus Flugzeugträger.
Weil der Rest des Teams... Der sackt natürlich ein bisschen. Der Abwurf ist natürlich auch göttlich, ne? Also ganz im Ernst, diese zwei Torpedos, die ganz nah beieinander liegen. Kling! Sehr gut. Schwierig. Schwierig, schwierig. Kuznetsnov, oder wie man den ausspricht, die ist da wieder drauf. Der ist da wieder drauf. Davon, wenn man was anderes denkt, während man spricht. Oh, jetzt wird die Anchorage hier nochmal kurz gebalanced, um den Kraken voll zu machen. Nein! Nein! Ah, es wird die Lefantask jetzt hier machen. Ja, ja, ja. Auf dem letzten Drücker. Ein kleiner Trade. Das war ein Ticken zu hoch von der Richelieu. Es ging an den Turm und nicht ans Deck vor dem Turm. Ha. Nochmal 10k. Großkaliber. Eiskalt überlebt. Man muss es einfach sagen, es ist fast nur Flugzeugträger und DD Torpedo Potential Damage. Also natürlich, Torpedos sind sehr schmerzhaft und wenn sie nicht gerade vom Flugzeugträger kommen. Aber die machen fett Aua, Aua, hat man ja gesehen. Vom deutschen DD, von der Z23, die da drin war und so weiter und so fort. Dementsprechend das nicht zu vernachlässigen. Aber es macht halt doch einen Unterschied, ob man permanenten, wenn auch von nicht vielen Schiffen, Beschuss ausgesetzt ist. Oder aber, ob der Flugzeugträger immer wieder mal angeflogen kommt, zusätzlich mit Tallinn Anti-Air oder sonst irgendwelchen Begleitschiffen, dass ein Drop gemacht werden kann. Natürlich muss dann der Flugzeugträger auch noch das Pech haben und keine Ticks zu setzen, dass man reparieren muss, also kein Flooding oder dann die Chance verstreichen zu lassen, mit den Bomben zu kommen, um Brände zu machen. Das muss man natürlich auch. 174.000. Ja, seht ihr, das ist eine Möglichkeit, wie man die Borodino erfolgreich spielen kann. Ich für meinen Teil. Ich bin, wenn wir die Philosophie noch einmal aufgreifen, tatsächlich noch der alten Art und Weise stecken geblieben oder hängen geblieben. Für mich fährt ein Schlachtschiff einen Tanky-Kurs, um das Team zu unterstützen. Und ich meide tatsächlich Schlachtschiffe, die das nicht vermögen. Außer ich bin in einer Division, wo ich ein Schlachtschiff unterstützen kann, das das vermag, dann kann ich theoretisch, also für mich, auch ein Schlachtschiff fahren, das nicht so gut gepanzert ist. Oder, und das muss man immer dazu sagen, weil es gibt ja Alternativen, die Panzerung nicht auf eine andere Art und Weise ausgleichen kann. Die wäre besserer Heal, die wäre höhere Wendigkeit zum Beispiel. Auf Zugehen und immer wieder das Feuer auf sich ziehen, ist auch eine Art und Weise des Tankens oder eben des Schadens, Vermeidens, müsste man eher sagen, für das eigene Team. Leuten, die mit ihrer Yamato auf 26 Kilometer stehen, denen kann ich nichts abgewinnen. Das will ich so damit andeuten. Das ist eine Spielweise, die nicht teamdienlich, sondern nur eigennützig ist. Aber ja, es ist halt World of Warships. Mit Teamdienlichkeit kann man nicht immer weiter. Manchmal ist man so hart. Man könnte es auf Englisch jetzt mit dem F-Wort sagen, aber man ist... Die Geduld ist überstrapaziert. Und das so sehr, dass man für das eine Gefecht, naja, vielleicht einmal davon absieht, das Team zu unterstützen und einen egomanischen Kurs, einen eigennützigen Kurs einschlägt. 183.000 ist natürlich eine Hausnummer mit Großkaliber, mit Kraken. Unterstützer ist das hier noch. Das ist brutal. Teamwertung Platz 1 mit 3203. Ja, wie gesagt, einmal davon abgesehen, dass das Schiff oder dass das Team, das Gegnerteam, sich derart angeboten hat. Das Schiff, das ist offensichtlich, ist sehr genau. Also die Granaten haben einen guten Zusammenhalt. Meist auch da, wo man hinschießt. Außer Wargaming sagt, es ist mir scheißegal, was in den Stats drin steht. Die nächsten 5 Salben, da triffst du halt einfach gar nichts. Und das passiert einem, auch mit den genauesten Schiffen im Spiel, mit Stalingrad, mit Slava oder mit der Borodino eben auch.
Dagegen ist leider niemand gefeit. Hier sehen wir noch einmal den El Capitano. Warten, please wait. Er muss noch den Kapitän ein Foto machen. Vielen lieben Dank. Das survive nicht. Vielen lieben Dank, Pride Tried, für das Einsenden. Ist ein schönes Anschauungsvideo. Einerseits, was das Gegnerteam falsch macht auf dieser Karte und was man tunlichst vermeiden soll. Wenn man so anfährt auf dieser Seite, dann fährt man entweder direkt an die Insel und bleibt dann hinter der Insel stehen, dass man von links nicht beschossen werden kann oder beim Gegnerteam von rechts nicht beschossen werden kann. Oder man fährt wirklich weit außen rum, um sich dann erst in Position zu bringen, um dann bei uns stehen zu können. Das ist aber eine Position, von der man nicht mehr wegkommt, ja, links unten auf der Karte, da wo auch North Carolina etc. gestorben sind und Bismarck. Deswegen ist es ist unumgänglich, dass man in der Mitte der Karte ein Schiff hat, das an dieser Querinsel steht und das Vordringen Feindes aufhält, indem es in die Breitseite schießen kann. Vornehmlich sollte es ein Schlachtschiff sein, das auch was trifft. Dann kann der Feind nämlich nicht pushen. Links außen kann man die Position halten, nachdem der Feind dezimiert ist, pusht links außen nach vorne, drängt sie zurück, dann zeitverzögert er auf der mittleren Position, also bei dieser Querinsel hier. Ich spreche ja so. Es ist schwierig jetzt hier zu zeigen, vielleicht habt ihr es noch habt ihr die Karte noch im Kopf. Ich sage vielen lieben Dank, Pride Tried, fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.